Das nehmen wir jetzt alles mit. Nehmen wir halt einfach erstmal von den Mobs alles noch mit. Hirnpilz. Geil. Weil ich halt nicht weiß. Was? Inwieweit wir das Zeug ja verwerten können, brauchen können. Hirnpilz halt, keine Ahnung, was ich da jetzt mir kaufen kann. Ja, es ist echt auch nur Mist, ne? Hier kam ich nicht her, nee. Oh, wow, wow. Eine Leuchtratte. Die leuchtet im Dunkeln und die ist auch stärker. Benötigte Munition fehlt. Na, herzlichen Dank. Ich muss echt erstmal reinkommen, ne? Wir halten halt auch echt nichts aus. Da kann so eine Drecksratte vorbeikommen und uns kalt machen. Ja, ich will halt auch nicht mein Stimpack eigentlich nehmen, ey. Aber es bleibt mir auch anderes übrig. Ach, Mann, ey. Und Munition. Da müssen wir halt auch schon wieder eine andere Waffe im Grunde nehmen. Nee, das ist falsch. So. Ich muss mal gucken, überhaupt, ob wir Waffen haben, wo wir Munition haben. Das ist halt auch so eine Sache. So, Automatikpistole. Die setze mal auf Quickslot. Warte mal, wieso haben wir die andere nicht auf dem Quickslot? Nein, nee, das war falsch. Immer drücken recht. Falls wir halt was finden. Ja, die Lasermuskete, das ist halt. Die. Oh, geht doch nicht dauernd weg, wenn ich jetzt hier mal bestätige, pfeife. So, die legen wir auch drauf. Das ist halt die Munition. Oder die Waffe, wo wir halt am meisten von haben. Die ist aber halt auch nicht so geil. Das muss man halt auch mal sagen. Muss halt jedes Mal kurbeln. Ja. Und bei zweimal ist halt auch Sense. So, machen wir jetzt mal. Zack. Hauen wir die weg. Aber die sind halt auch echt schwach. Also das haben wir ja gerade gesehen. Wir machen jetzt hier nicht an dem mehr Schaden. Die sind halt auch einfach nur schwach. Kaffeetasse. Maulwurfsrattenzähne. Schön. So. Da ist auch noch was. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Was haben wir denn hier eigentlich gemacht bei dem Ding? Was stand da? Ach, das ist ein Schlosshammer gewesen. Ach so. Oh, Mülljäger-Aufzeichnungen. Mr. Benson. Im Namen des Regionalbüros Boston möchte ich Ihnen und Ihrem Team für die Auszeichnung Mülljäger 2076, geil, gratulieren, die dem Geschäft mit der höchsten jährlichen Abfallvermeidung verliehen wird. Rücksichtnahme auf die Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Firmen-Images und wir begrüßen Ihre innovativen Ansätze in dieser Hinsicht. Mit freundlichen Grüßen, Jared Phillips. Weiter? Wie weiter? Gibt's nicht. Achso, Vizepräsident Region Boston. Genau. Ja. Ich habe auch keine Brille auf. Wir sitzen jetzt diesmal ein bisschen weiter vom Fernseher weg. Als Fusionskern. Als beim letzten Mal. Fusionskern. Ist das das Zeug? Oder war das eine Fusionszelle? Ich glaube, das ist eine Fusionszelle, ne? Womit ich die Dingens antreiben kann. Die Powerrüstungen. Und daher ist es, glaube ich, nicht so geil. Ich bin mir unsicher, ich weiß es nicht. So, wir laden das mal nach, bevor wir das Vieh jetzt angreifen. Kann ich jetzt meinen Hund irgendwie zum Angreifen betätigen? Wo bist denn du jetzt eigentlich schon wieder? Ja, komm mal her, nicht suchen, angreifen. Hey. Nee. Hier drüben. Nein. Warte da. Komm schon. Ja, genau, los. Komm her. Du sollst nicht warten. Ja, dann machen wir es halt so. Okay, Torso, Beine. Ja, mach, komm, wir ziehen direkt auf den Kopf. Nie getroffen. Warum ist denn der so schnell hier?
Und wieso komme ich nicht zurück? Okay. Jetzt. Jetzt haben wir es kaputt. Es geht doch. Mann. Hund, mach doch auch was. So, versteckt. Ja. So, hat der wenigstens was Geiles dabei? Verstrahltes Blut. Ja. Geil. Bewacht er wenigstens was Geiles? Oder war das jetzt hier... für die Katz? Klebeband. Eine Silbergabel. Ja. Ein Tresor. Den ich sogar knacken kann. Wenn ich es schaffe. Ich schaff's beim ersten Mal. Das ist, ne? Das ist Kill. So, 45er Patrone, das sind, ne, das sind 38er, die wir für unsere Waffe haben. Molotov-Cocktail. Eine Splittermine. Aha. Und dünnes Becherglas. Naja, gut. So, da war jetzt nichts mehr drin. Da ist noch eine Kaffeetasse. Bei dem weiß ich halt nicht, also... Kann ich mit Kaffeetassen einmal hier... Also kann ich die mir hinstellen? Kann ich die verwerten? Oder... Ich weiß es nicht. Das ist halt die große Frage. Da ist auch noch ein... Nee, dachte schon. Okay. Da waren wir. Da sind wir hergekommen, ne? Ja, da sind wir hergekommen. Hier waren wir ja drin. Da war nichts weiter. Oh, hier ist irgendwas verstrahlt. Okay. Ja, gehen wir mal da raus. Ist halt eine kleine, aber schöne, kleine Höhle gewesen. Eine kleine, aber schöne, kleine Höhle. Ja, und fast Level 7, ne? Das ist halt auch schon mal ein bisschen was. Und dann müssen wir mal gucken. Ich bin halt mir unsicher. Ich habe mir jetzt auch außerhalb der Aufnahme jetzt noch keine Gedanken gemacht so richtig, auf was wir so richtig gehen. Also im Prinzip wollte ich ja so... Naja, schon irgendwie auf Gewehre gehen, aber dann auch irgendwie nicht. Ja, es ist alles ein bisschen... Ich bin mir echt noch unsicher. Auf jeden Fall normale Gewehre und nicht diese komischen Dingensgewehre, die ich hier habe. Warum ist meine Waffe weg? Ich sehe meine Waffen nicht mehr. Wieso sehe ich meine Waffen nicht mehr? Okay, ich habe, glaube ich, einen Bug. Ich gehe, glaube ich, nochmal rein, damit ich meine Waffe vielleicht wieder sehe. Ob das jetzt an der Ladesequenz liegt oder so, ich weiß es nicht. Damit du in-game halt auch Kaffee trinken kannst. Ja. Ich habe meinen Kaffee noch irgendwo... Da vorne steht mein Kaffee. Da ist auch noch ein bisschen was drin, aber der ist kalt mittlerweile. Meine Waffe ist weg. Wieso ist denn meine Waffe weg? Ey, das ist doch... Ne? Ich kriege wieder die Bugs. Bei Markus läuft alles glatt. Der leckt's nicht immer, aber ich hab hier wieder... Und wieso lädt er nicht nach? Ich hab echt ein bisschen Angst. Okay, schießen kann es auf jeden Fall noch. Sehr gut. Der ist ja viel wert. Aber ich will auch meine Waffe sehen. Sonst fühle ich mich so schutzlos. Speicher halt mal ab und lade neu. Ja, ich glaube auch, ne? Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Machen wir jetzt auch mal. Dann müsst ihr das jetzt mal mitsehen. Autosave. Boah, schreiben wir mal. Ja, sonst hätte ich es nicht ausgewählt. So. Bam, bam, bam. Nico. Und das ist dann... Wie spät haben wir's? Echt schon 19 Uhr schon wieder? Okay. So. Genau, kommt noch eine Ladesequenz. Das ist halt jetzt die Frage jetzt, ne? Da ist sie wieder. Oh, Schwein gehabt. Das wäre nämlich echt nervig gewesen, so. Wenn ich meine Waffen nie wieder gesehen habe. Oder hätte. Das ist schon nicht so geil. Und hier... Haben wir hier eigentlich rumgesucht so richtig? Das war ja die erste Stadt, wo wir die Minutemen getroffen haben. Von daher, ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass es hier so geiles Zeug gibt. Ich weiß es halt nicht. Ja, ist alles verbarrikadiert hier. Das ist offen. Ja, so Höhlen, da habe ich halt richtig Bock drauf, die ganzen Höhlen zu erkunden. Achso, doch, ich erinnere mich.
Die sind... Oh, er hat was gefunden. Genau, das haben wir nämlich gelootet hier auch. Ja, wo hast du denn was gefunden? Na, wo? Na, renn. Komm. Ja? Wo? Ach, hier. Red Array. Okay, da können wir, glaube ich, eine Menge von brauchen. Wenn ich jetzt schon sehe, wie hoch das Ding jetzt schon wieder gewachsen ist. Das Ding ist halt, so hoch wie Red Array ist, oder, ja, Red gerade so, ist bei mir, höher kann halt meine Lebensleistung nicht gehen. Das ist halt so der Nachteil ein bisschen daran. Ne? Hast ja auch 6 vor halb angefangen. Ja gut, das stimmt. Wir spielen erst eine halbe Stunde. Das stimmt, aber trotzdem, es kam jetzt nicht vor wie eine halbe Stunde. Aber Markus ist ja dem Ganzen auch hier schon derbe verfallen. Der ist ja... Der spielt ja momentan nichts anderes mehr. Naja, fast nichts anderes. Das sieht doch vielversprechend aus. Schöne Kanister, schöne Schrottdinger und ein Lagerfeuer. Oder? Nee, das ist nur Licht. Wo kommt denn das her? Oh, und tote Menschen. Das sieht weniger schön aus. Kronkorken. Wunderschön. Impro-Pistole plus. Lego anbissen. Okay. Sportkleidung. Ja, weiß ich nicht. Hirschleder Red Outfit. Das Red Outfit können wir, glaube ich, gebrauchen. Wenn das halt so wie bei anderen Spielen ist. Okay, Kronkorken finden wir hier viel. Dann schützt mich das halt vor Red. Wie es der Name halt auch sagt. Dann, jetzt ist er nackt. Kann ich halt nicht so leicht verstrahlt werden. Das ist halt schon ganz praktisch. Mutabeere. Okay, so, in den Kanistern kann ich den hier aufmachen wahrscheinlich. Oder ich kann vielleicht von der anderen Seite rein. So, da ist nichts drinne. Ich weiß ja gar nicht, wo du jetzt erst anfangen sollst, ne? Das ist auch so das kleine Problem. Okay, der ist wirklich zu. Das kleine Problem von Fallout 4. Du weißt nicht, wo du zuerst anfangen sollst. Du hast eine riesige Welt vor dir. Hier ist schöner Kochkessel. Kann ich da irgendwas kochen? Braten. Gegrillte Red Kakerlake. Machen wir einfach mal. Die Frage ist halt auch, Red Kakerlaken kann ich garantiert nicht ohne weiteres essen, ohne mir irgendwas einzufangen, ne? Ist es. Und wenn es Spaß macht, warum was anderes spielen? Das stimmt, ne? Ich mache das ja alles nur zum Spaß. Aus Spaß. Ich möchte mich nicht zwingen, was anderes zu spielen. Das Spiel ist einfach gut. Ist jetzt meine Waffe schon wieder weg. Ist das eigentlich euer Ernst? Das ist doch echt nicht wahr, ne? Ach komm, ne, dann spiel mal halt ohne Waffe. Mit unsichtbaren Laserkanonen. So läuft das heutzutage. Im Wasteland. Dann spielt man halt mal mit unsichtbaren Kanonen. Und macht dann dazu Geräusche. Wie früher irgendwie bei Räuber und Gendarm. Ne? So läuft das. Der Markus ist sogar hier, genau. Ich bin ja, glaube ich, der Einzige, wo Markus tatsächlich zugucken kann. Weil er dann nicht gespoilert wird. Weil ich nämlich so langsam spiele. Dass irgendwie jeder weiter ist als ich. Ah, da ist auch noch was Schickes. Ey, wir kommen heute nie zum Questziel, ne? Das wird nix. Dickichtausgrabungen. Okay, wie komme ich da rein? Ich möchte zu dem Bungalow oder, ja, was weiß ich, was es ist. Ah, hier ist offen, sehr schön. So, jetzt möchte ich noch da rein. Was? Ach, es war der Hund wahrscheinlich, ne? Okay, natürlich ist alles leer. Wo, irgendeiner war auch schon da. Bin halt auch langsam. Kann ich jetzt auch nicht für. Warte mal da. Ja, die gefühlte halbe Welt hat halt Fallout 4 schon durch, sozusagen. Und ich hänge hier sozusagen, ja, mehr oder minder noch im Anfangsgebiet. Aber so ist das. Ne? Zeit lassen, da hat man mehr von. Tabu-Tattoos? Na also. Okay, du hast eine Ausgabe, das kann ich auch nicht richtig lesen, ne? Grün auf weiß ist nicht ganz so geil.
Du hast heute eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Ne, ist ja voll geil. Wahrscheinlich das Ding, was da auf dem Cover ist, ne? Also, das ist ja herrlich. So, Psycho. Ja, Psycho nehme ich. Und ein Skalpell und Superkleber. Achso, kann ich mich jetzt hier ausruhen oder was? Warten. Ah, sehr schön. Machen wir mal 3 Stunden. Hat mir bloß nichts gebracht, ne? Also es ist nicht wie schlafen. Schade. Kann ich nur die Zeit ein bisschen schneller vorangehen lassen? Ja, sehen wir zumindest mal ein bisschen mehr. Raus unsere Waffen. Scheiße, ey. Was? Wer bist du denn? Die Wasserpumpe von... Wer bist du? Sully! Mensch! Entschuldigung. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Um Geld bitten? Das machen wir nicht, ne? Also wir haben wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, ob wir genug Charisma haben. Bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ja, nee, Sully, helfen wir. Ich kann helfen. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt ah, scheiße, ey. Um sie zu finden. Lecks sind unter Wasser. Also wir müssen irgendwie tauchen. Das ist ja richtig geil. Ja. Warte mal, da wollte ich aber trotzdem mal hingucken. Die sind wahrscheinlich auch hier drin da, ne? Ah, das wird meiner Red-Anzeige echt nicht gut gefallen. Knopf drücken. Wir drücken erstmal alle Knöpfe. Was hat ihr gemacht? Weil wir so runtergefahren. Naja, gut. So. Eine Bierflasche. Klebeband. Ja, Klebeband nehme ich wirklich mit. Noch einen Knopf nehmen. Wo sind denn die? Also sind die jetzt hier oder was? Oder? Nee, das ist falsch. Oh, ich sehe meine Waffe wieder. Da ist ja ein Ding. Welchen das jetzt hier macht? Ich weiß es nicht. Okay, wo? Daten? Aufgaben, genau. Stecker ziehen. Müssen wir uns mal durchlesen. Auf Karte anzeigen lassen. Genau hier. Dann ist es wahrscheinlich echt hier drinne. Also. Das wäre ja komisch, wenn nicht. Das habe ich halt auch schon vermutet. Ja, achso, habe ich total vergessen. Ich habe es gerade gelesen, habe gewunken, weißt du? Hallo Lichtreflex. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich werd zu leicht abgelenkt von irgendwelchen Sachen. Man sieht's ja. Man kommt ja nicht mal zum Questziel. Ja, wie viele Stunden hast du denn schon, Markus? Markus hat gar... Also ich würde jetzt mal schätzen, ich glaube, man sieht's sowieso nicht, aber 40 Stunden, 40, 50 Stunden hat Markus. Und es ist halt um die Level 20, würde ich behaupten. Wasser trinken, ey, das ist... Ah, kacke, ey. Dich stört es nicht, ne? Ich hab nachher echt... Ich hab einen grünen Hund nachher. Ich sag's euch. Der geht richtig... Der geht radioaktiv. Wir könnten jetzt halt Red X einsetzen. Haben wir das? Ich glaube, genau. Red Array nehme ich mal. Und Red X nehmen wir mal hier. Und dann können wir, glaube ich... Ah, jetzt ist ja auch super hell. Ey, ich glaube, wir können die Quest nicht machen. Ich gehe hier voll drauf. Das kann ich nicht machen. Rohre. Er ist ein Bagger, ja. Wie soll ich denn hier irgendwelche Sachen finden? Oh. Oh, 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 oh. Oh, geil. Natürlich, er brauchte auch Atem irgendwann. Hab ich auch nicht daran gedacht, muss ich sagen. Ich hab mir ersoffen.
Es tut mir leid, Nico. Das war ohne Absicht. Ganz ehrlich. Ich wollte mich nicht umbringen. Scheiße. So, wir haben das Quest nicht angenommen. Ich glaube, wir können das ohnehin nicht schaffen. Was denn? Wo bist du denn schon wieder? Wo bellst du denn? Oder wollen wir es trotzdem noch ein paar... Oh, was hast du gefunden? Vorschlaghammer. Sehr gut. Brauche ich. Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Entschuldigung. Okay, ich spreche nochmal mit ihm. Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Und ersoffen. Ja, Rip. Ich habe noch keinen Rip. Dann muss ich mit, hier. Wer heißt er? André heißt er nicht, ne? Fucking awesome. Ich weiß nicht, wie er heißt gerade. André, glaube ich, ne? Wobei brauchst du denn Hilfe? Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man spielt. Stefan ist Level 10, hat aber 100 Schritte in der Hauptstory weiter, weil er nur die macht. Ja. So, ich mach mal einfach weiter hier. Habe ich jetzt Ja gedrückt? Ja. Wusste mich nicht an, ey. Einigen Rohrdichtungen entweicht Luft und die Pumpe wird geflutet. Siehst du die Blasen an der Oberfläche? Sie müssen dich nach unten zur Quelle eines Lecks führen. Ah, okay. Ich muss einfach nur nach unten schwimmen, dann ist es vielleicht einfacher. Da ist ein Rohr. Okay, dann machen wir das so. Kann ich hier runterspringen? Oder ich sterbe? Ja. Dann muss ich eh gleich mal abspeichern. Damit wir das mal schnell machen können. Ja, also die Hauptstory bin ich halt auch nicht so ein Fan. Also ja, schon. Mache ich irgendwann. Aber ja, man hat halt so viele Möglichkeiten nebenbei da. Also man sieht es ja. Wir haben jetzt einfach eine Quest angenommen, sind in die Richtung gelaufen. Jetzt mache ich eine andere Quest. Weil die ja da ist. So sieht es halt aus, ne? So. Nee, Hilfsmittel, da muss ich halt echt erstmal klarkommen wieder mit dem Menü. Red Array und Red X. So. So, ah, okay. Ist ja auch nicht so weit unten, wie ich geschwommen bin. So. Okay, wieder hoch. Okay. Ich mache halt viel Erkunden, Nebenquests und so. Naja, das ist, finde ich halt auch, also es soll ja jeder spielen, wie er Lust hat, aber finde ich halt auch die coolere Variante. Halt einfach alles angucken, was man halt so hat. Und was halt auf dem Weg dann so kommt. Aber wenn man halt lieber die Hauptstory macht, naja, sei es drum. Finde ich dann aber bei Fallout 4, also gerade bei Fallout 4, echt verschenktes Potenzial irgendwie. Okay, da sind Blasen. Kann mich auch nicht richtig bewegen hier, ne? So, da sind Blasen und da ist das nächste. Das sind einfach verdiente und schnell gemachte EP hier. Hoffe ich. So, okay, jetzt müssen wir halt den Rest noch finden. Ich guck gleich wieder in den Chat, aber... Ah, hier ist es. Aber... Ist gerade ein bisschen doof, wenn ich hier im radioaktiven Wasser rumhocke. So, mach mal zu. Dann kommen wir ja endlich raus. Sehr schön. Das ist ja die schnellstgemachteste Quest. Gemachteste, ja. Schnell. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Okay, raus hier, komm. So. Ja, das RIP-Zeichen oder das RIP-Emote haben wir leider noch nicht. Ich habe schon die wichtigsten Quests im Spiel gemacht, das Diamond City Radio verbessert. Ja, das habe ich, da habe ich auch von gelesen. Da gibt es wohl auch irgendwie... Ja, ich weiß, kenne mich da jetzt auch nicht richtig aus. Irgendwie so eine Anleitung für. So, hier waren wir ja drinnen. Sprechen wir mal mit dem Kerl. Und der Red ist halt schon wieder sau hoch. Ist halt auch schon wieder nicht so ganz geil. Ich war noch gar nicht in Diamond City. Ja, Markus Level 20 oder fast Level 20 und der war noch nicht mal in Diamond. Hallo. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter. Achso, Ich kann jetzt den Schalter drücken und er passiert sogar was. Pass auf. Gleich geht alles in die Luft. Weil ich mich rumgefuscht habe.
Es ist nichts passiert, oder? Also zumindest nichts Sehbares, oder muss ich den Schalter drücken? Ich glaube, ich muss den Schalter drücken, ne? Wenn ich diesen Zulauf schließe, oh, ja. Was passiert? Warte mal, hast du das gehört? Was? Oh Gott! Okay. Ja, ich habe nicht nachgeladen. Super schön. Ja, du machst das schon, ne? So, ne. Wir hauen mal die vorderen Beine ab. Ja, sehr schön. Umgekippt. Ja, nachladen. Das ist halt immer so ein Ding. Bei der Waffe muss halt... Alter, da ist noch so ein Ding. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen zurück. Das ist natürlich mein Kollege nicht mehr da. Der versteckt sich halt feige, weißt du? So sind sie. Kipp um. Lass meinen Hund in Ruhe. So, da ist das Vieh zumindest nicht mehr so schnell. Kannst halt schön die Beine abballern. Na. Scheiße. Ja, Hund macht das schon. Sehr schön. Du bist ein toller Hund. Ich weiß, warum ich dich gesucht habe. Du klasse bist. So, haben wir gut gemacht, ne? Sully. Was, wenn ich den Fluss hier umleite? Was? Hi. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass Sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst.